Nach der 1:3 Heimniederlage am vergangenen Freitag wollten die Eisbären in der Neuauflage des letzten Finals schnell Wiedergutmachung betreiben und setzten in einer kontrolliert druckvoll geführten Partie auch gleich ein erstes offensives Ausrufezeichen durch TJ Mullock. Doch auch die Gäste aus Köln brauchen nach einem durchwachsenen Saisonstart ein Erfolgserlebnis. Chris Minard scheitert freistehend an Eisbären-Goalie Rob Sepp. Über Darren Olver, Barry Tellickson und Florian Busch erspielen sich die Eisbären die nächste Chance. Doch Olver scheitert an Kölns Goalie Danny aus den Birken. In einem intensiv geführten Spiel steht es nach 20 Minuten 0:0 und Eisbär Laurin Braun nimmt es mit einem Lächeln, auch wenn die Eisbären eine 5-minütige Überzahlsituation nicht nutzen konnten. Der erste Treffer der Partie fällt in der 30. Spielminute für die Gäste. Philipp Gugula bedient Thorsten Ankert und der hat wenig Mühe, das 1:0 für die Gäste zu erzielen. Nach einer 2 Minuten Zeitstrafe gegen Daniel Weiß treffen die Gäste erneut. Diesmal behält Kölns Chris Minard die Nerven und trifft zum 0:2. 4 Sekunden vor Ende des Drittels trifft dann in Überzahl Eisbärenverteidiger Sean Lalonde. Sehr zur Freude der Eisbärenbank und nutzt somit endlich eine Überzahlsituation zum Torerfolg. Ja, definitiv. Also Powerplay, da hackt es ein bisschen zur Zeit. Wenn wir da die Tore machen, dann schaut es ja anders aus. Wir waren immer ein Powerplay-starkes Team. Die Jahre hinweg oder über waren wir immer stark im Powerplay und das sind wir zurzeit einfach nicht. Im letzten Spielabschnitt setzen sich die Eisbären im Drittel der Haie fest. Nur der Ausgleich will nicht fallen. Nachdem Jeff Tomlinson Rob Sepp vom Eis genommen hat, ist es abermals Chris Binard, der zum 1:3 Endstand trifft. Die Eisbären verlieren zum 4. Mal in Folge. Ich habe mal beim SP Rosenheim gespielt, da haben wir 18 Spiele hintereinander verloren. Also da war es dann schlimm. Also ich denke, die Situation ist jetzt auch nicht schön. Ja, ich will das jetzt nicht schön reden, aber man darf jetzt nicht, vor allem im Eishockey, man hat ja Mittwoch, Freitag, Sonntag die Chance, wenn man die 3 gewinnt, dann hat keiner mehr die 4 Spiele in Erinnerung und dann geht es wieder bergauf. Nach 4 Niederlagen in Serie geht es nun in den kommenden 4 Auswärtspartien darum, wieder erfolgreiches Eishockey zu spielen.